Hallo Joachim, so, wir sind ja auf dem Corporate Learning Camp, aber du hattest eine Session angeboten über Digitalisierung der Schulen, ausgehend von der 5 Wanka-Milliarden, die jetzt im Raum stehen, großer Heißluftballon, von dem wir aber glauben, dass es wahrscheinlich eine kleinere Welle auslöst. Ne? Und wir wissen ja, dass es passieren muss. Die Frage ist ja, wie passiert es? Also, du hast eine Geschichte erzählt über Digitalisierung an Schulen, die völlig unüblich war, weil man würde annehmen, erstmal, es geht darum, die Schulen zu vernetzen, also einfach ans Netz zu hängen, WLAN zu haben. Die zweite Ebene, die diskutiert wird, ist, wie bringen wir unseren Schulstoff in eine Form, und dann müssen die Kinder dann, haben sie Lern-Apps und lernen Mathematik und so und, oder Sprachen. Aber es gibt eine dritte Ebene, das war deine Geschichte, und das hat mich als eigentlich, das war das für mich das Augenöffnende eigentlich an der Session. Erzähl mal. Ja, ganz kurz dazu, wo ich eigentlich herkomme. Ja. Ich habe 10 Jahre das Thema E-Learning an der Hochschule entwickelt, an der Universität Kassel, und habe dort immer wieder Projekte gehabt, gemeinsam mit Schulen. Und da war ich schon viel in Schulen und habe gemerkt, dass da von außen Input reinkommen muss. Wir haben zum Beispiel vor 10, 12 Jahren das Thema Bloggen in den Unterricht reingebracht. Heute bin ich Kommunikationsberater, gehe in Unternehmen rein, wie man intern besser kommuniziert, wie man das Thema der Digitalisierung, die Herausforderungen angeht. Das ist etwas sehr wichtig, und das läuft aus meiner Sicht nur über Kommunikation, über offene, transparente Kommunikation im Unternehmen. Arbeitsprozesse, nicht mehr fremdbestimmt zu sein, transparent zu arbeiten. Das sind heute wichtige Schlagwörter. Und das dritte Punkt ist, ich bin selber Vater, ich habe 3 Kinder in der Schule, und mir liegt natürlich sehr viel daran, sie dort zu unterstützen und sie darauf vorzubereiten, wie es weitergeht. Das ist für mich wichtig. Und mein Ansatz ist es jetzt eben, in die Schule reinzugehen und dort zu unterstützen, zu helfen, im Kleinen das Thema voranzubringen, weil ich glaube, dass Digitalisierung und alles, was darunter unter dieses Schlagwort fällt, eine Herausforderung ist, die nicht einer alleine oder eine Organisation alleine stemmen kann und sagt, wir machen das jetzt so, A, B, C und fertig, sondern es betrifft alle Bereiche. Und das bedeutet, dass wir auch alle unseren Einfluss, wir uns mit einbringen müssen und dort, wo wir helfen können, auch helfen und den Austausch pflegen. Lehrer können das nicht alleine, Schulen nicht alleine, Eltern nicht alleine, genauso wie ein Unternehmen. Genau. Jetzt war das Überraschende, war ja, dass du gesagt hast, du hast so eine Art Workshop an der Schule angeboten oder bietest du über jetzt mehrere Jahre hinweg an, inzwischen auch sozusagen von der Schule offiziell gefördert. Und die Leute gehen gar nicht zuerst ins Netz, sondern sie zeichnen oder machen Visualisierung. Die Anfrage war bei mir, ich soll eine PowerPoint-Schulung machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache keine PowerPoint-Schulung. PowerPoint ist Geklicke, ist ein tolles Programm. Wenn man es richtig einsetzt, ist es ein sehr gutes Programm. Aber es geht ja darum, dass wir lernen, wirklich über das Thema, bevor ich es präsentiere, zu diskutieren, mich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach nur irgendwelche Bullet Points runterreite. Und deswegen ist das Arbeiten auf dem Papier, am Flipchart, mit Post-its, was auch immer, so wichtig, dass wir uns erstmal hinsetzen, uns Gedanken drüber machen. Und wenn ich das ausdiskutiert habe und mit anderen besprochen habe, dann kann ich es in PowerPoint, in Prezi oder auch in fotografieren oder neu erstellen oder auch in ein Stück Software dann gießen. Es ist ja nicht nur Präsentation, sondern grundsätzlich, dass wir erstmal wieder lernen, uns hinzusetzen, Gedanken darüber zu machen, alle Informationen zu holen, drüber zu sprechen. Und das funktioniert mit dem Visualisieren, mit Sketchnotes hervorragend. Und das ist das, was ich eben in Schulen jetzt mache, dort anbiete, in kleinen Workshops ihnen zeige, wie man einen Flipchart so aufbaut, dass man damit arbeiten kann und dass man daran Themen weiterentwickeln kann. Zum Beispiel und Referate dann? Referate, ein Projektbericht oder Projektabschlussbericht. Dass sie den auch gut vermitteln können, dass sie sich am Schluss vor dem Komitee, vor dem Chef, wo auch immer hinstellen können und sagen, das haben wir gemacht, das ist kann das, man was als wir iPhone-Video dann zum Beispiel abfilmen, dann schaut es gut genau aus. Wie auch immer. 5-Minuten-Vortrag im richtig Schulnetzwerk. Genau, das ist dann immer die nächste Ebene, und das können die Kids, sie können heute mit ihren iPhones und Androids, können sie aufnehmen, aber wenn dort keine Inhalte sind, sondern nur der Film, dann hilft uns das nichts, dann ist es, das wollen wir nicht. Das muss ein Arbeitswerkzeug werden. Und das ist ja eigentlich immer das, was wir sagen, Digitalisierung bedeutet ja eigentlich, dass die Leute anders denken und arbeiten. Genau.
gar nicht so sehr, alles andere folgt dann. Ne? Also wenn ich das tun muss, dann hole ich mir die entsprechenden Tools. Und wenn jetzt jemand wie dich gibt, der sie beraten kann, dann können sie das. Wir hatten es bei uns im Workshop, dass einer gesagt hat, dass ein Bundesland den Lehrern 20 Tools zur Verfügung gestellt hat und das Land furchtbar enttäuscht ist, dass die das nicht nutzen in Hamburg. Und das kann ich nachvollziehen. Was möchte ich? Mir knallt man da 20 Werkzeuge hin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Lern-Apps, ne? Also das war natürlich genau, alles zum Thema E-Learning. Und eigentlich dachten alle, Mensch, die Lehrer müssten sich drauf stürzen und sagen, das ist genau, worauf wir gewartet haben. Es wartet darauf keiner. Sondern genau, ja, aber sie haben auch genügend zu tun und sie sind in ihren Zwängen drin. Natürlich. So, und ich glaube, da ist es notwendig, dass wir genau diesen Austausch pflegen, dieses neue Art der Kommunikation, der Kooperation sagen, es gibt so viel Neues. Die Unternehmen stochern doch genauso blind rum in die Digitalisierung, dass man da einfach sagt, wir finden neue Wege, gemeinsame Wege. Und zurück, warum ich mit Papier arbeite, ich glaube, es ist die Basis dafür, später kooperativ zu arbeiten, digital zu arbeiten, wenn ich mir erstmal bewusst gemacht habe, was ich eigentlich mitteilen möchte. Also für Apps-Entwicklung gibt es ja Paper-Prototyping. Das heißt, die Leute entwickeln Apps auf Papier. Ja, super. Und das ist genau im Grunde der ähnliche Prozess. Ja. Das heißt, es hilft dir unglaublich, dich zu konzentrieren, deine Denkelemente zu identifizieren. Und das ist was, was mir persönlich die Digitalisierung sozusagen beigebracht hat. Das habe ich nicht gelernt als Akademiker, der ich war. Notizen machen hat mir niemand an der Schule beigebracht. Nee. Das sind eigentlich jetzt Dinge, die ganz jetzt wichtig ins Zentrum rücken. Und es ist eigentlich die Befähigung der Lernenden, die dann im Zentrum steht und nicht der Schüler, der sozusagen halt dann gut als Schüler funktioniert. Das tut er dann außerdem, wenn es gut läuft. Ne? Und für uns ist ja auch wichtig, wenn wir unsere Schüler später ins Arbeitsleben überführen wollen, alles, was in Zukunft kompliziert zu regeln ist, werden Automaten machen. Genau. Das kann ein Roboter machen, das kann ein vermeintlich intelligentes Computersystem machen. Genau. Die können diese Abläufe steuern. Ja. Der Mensch wird dort gebraucht, wo es komplex ist. Und Komplexität hat immer was mit Kreativität zu tun, was mit Austausch zu tun, etwas rumzuspinnen, nur nicht genau zu wissen, wo es hingeht. Genau. Damit kann ein Computer nichts anfangen. Genau. Der möchte fest wissen, wo es lang geht, und dann kann er das hervorragend lösen. Aber alles, was komplex ist, das können wir. Aber unser altes, traditionelles Schulsystem ist auf Kompliziertes gemacht. Lerne das, schreibe die Prüfung, dann kriegst du die Note. Lerne das. Und das brauchen wir so nicht mehr, sondern wir müssen da die Schule, die Bildung, aber auf allen Ebenen, Grundschule, weiterführende Schulen, aber auch die Hochschulen und die berufliche Bildung später darauf ausrichten, zu sagen, wie unterstütze ich den Einzelnen, seine komplexen Aufgaben zu lösen. Und das ist nicht mehr auswendig lernen. Das gehört noch mit dazu, aber es ist nicht mehr im Vordergrund. Weil auswendig lernen kann ich nachschauen. Ich muss wissen, was ich mit dem Wissen mache. Und dann sind wir wieder, wie bearbeite ich mit jemand anders das zusammen? Es gilt ja auch sogar nicht nur bei weichen Themen. Man würde jetzt denken, es ist eher so was Weiches, aber ich weiß eben, dass der Christian Spannagel, der ja Professor an der Lehrerbildungsanstalt ist in Heidelberg, an der PH, der spricht von mathematisch Denken. Das heißt, die Leute sollen ja nicht rechnen lernen, sie sollen nicht das Lösen von Aufgaben nach einem algorithmisierten System. Ich meine, ist schon gut, ist schon wichtig. Aber was sie eigentlich lernen müssen, ist mathematisches Denken und dann das zu benutzen, was es halt gibt. Ja. Was unter anderem auch Rechenweisen sind. Ne? Also auch da würde man, selbst auch in diesen Feldern, wo man es jetzt auf Anhieb immer geneigt ist, das eher in diesem verdateten Lernsystem zu sehen, gilt eigentlich das, was du mit den Leuten machst. Ne? Die Leute müssen auf Papier ihre mathematischen Gedanken entwickeln können und dann erst wird gerechnet. Ja. Und das muss man umpolen, die Umpolung ist das. Harald Lesch, Astrophysiker und Philosoph, glaube ich, ist er, hat letztens was gesagt, er hat einen eigenen Videokanal bei YouTube. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, er ist ein mathematisch denkender Mensch, ein sehr abstrakt denkender Mensch. Und der fordert, dass wir in der Schule wieder mehr Sport haben, mehr Musik und mehr Kunst. Das müsste jeden Tag drankommen und danach kann man dann Mathe machen, danach kann man dann Englisch machen. Aber diese Grundlagen des körperlichen, des menschlichen Agierens, das haben wir so weit in den Hintergrund gedrängt, dass wir nur noch hinsetzen und Formeln lernen und das lernen und das lernen und das lernen. Und das muss sich ändern, weil das kann in Zukunft alles der Computer. Wenn du den Google Workplace anschaust, wie die sich ihre Arbeitsumgebungen gestalten, dann siehst du ja, dass die das im Grunde so machen. Richtig. Ne? Bewegung. Es sind ja keine Leute in Cubicles, also in diesen kleinen Kästchen an Schreibtischen. Bewegung, ich gehe dorthin, wo ich arbeiten möchte, wo ich gerade am besten meine Arbeit organisieren kann. Genau. Wir werden Wissensarbeiter, der Großteil von uns werden Wissensarbeiter. Ja. Wir werden Taxifahrer verlieren, wir werden ganz viele Berufe verlieren. Ja.
und sie werden in die Wissensarbeit gehen, in Berufe, die wir heute noch gar nicht kennen. Gilt auch für Handwerker zum Beispiel, auch die, die jetzt schon mit Technologien zu tun haben und eigentlich Probleme lösen und Systeme aufsetzen und solche Dinge tun. Bei den Handwerkern wird sehr viel mehr modularisiert werden, kompakter werden. Du brauchst nicht mehr dieses Komplexe im Einzeldetail, sondern da gibt es Module, Systeme und die werden angesetzt. Ja. Und das wird sich stark verändern. Ja. Und darauf müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Genau. Das, was ich mache, das Visualisieren ist ein Schritt daran. Das ist Digitalisierung. Wenn wir also von der Digitalisierung der Schulen reden, müssen wir zuallererst davon reden. Ja. Ne? Also wie befähigen wir die Kinder bis hinunter in die Hauptschulen? Ja. Mir ist immer ganz wichtig, dass wir nicht immer von den Gymnasien denken, sondern und nicht immer nur von diesem imaginierten Oberschicht berufen. Wir müssen das ist ganz substanziell für alle und noch mehr fast schon für die anderen, für die ihre Smartphones ja eine unglaubliche Ermächtigung darstellen, weil die waren noch nie sozusagen Textmenschen. Textmenschen sind immer 20% so. Ne? Ja. Die anderen 80 sind es nicht und die haben jetzt völlig neue Medientools, völlig neue Visualisierungstools, völlig neue Arten, kollektiv nachzudenken und das zu organisieren. Das hatten sie früher nicht. Gar nicht. Und genau. Und wir müssen ihnen aber zeigen, wie man damit gut umgeht. Genau. Weil klicken können die Jungs und Mädels alle schneller. Das kriegen die hin. Ja? Da überholen die uns alle. Genau. Aber wir müssen sie in den Rahmen versetzen und in die Lage den Rahmen geben und in die Lage versetzen, damit in Anführungsstrichen vernünftig umzugehen. Genau, in Anführungsstrichen produktiv umzugehen. Hat die Wanka ja sogar gesagt, also Ministerin Wanka hat gesagt, also die datteln immer nur, was natürlich auch kritisierbar ist. Aber sie sollen damit arbeiten. Ja. Und auf irgendeiner Ebene, also sozusagen, wenn wir jetzt mal dieses Datteln einklammern, weil die Leute lernen unglaublich viel, wenn sie spielen, aber klammern wir das ein und stellen fest, das stimmt. Genau. Dass Wissensarbeit zu machen, muss man lernen. Das habe ich auch erst im Netz gelernt. Ja. Das bringt dir keiner bei. Nein. Und kodieren heißt auch, nicht nur HTML-Tags auf und zu zu machen, sondern kodieren heißt, etwas entwickeln, etwas ausprobieren, etwas testen, etwas zur Diskussion stellen. Genau. Das, was man aus dem Wissenschaftsbereich eigentlich lange kennt, ist in Zukunft gefordert. Ja. Alle großen Unternehmen werden zu Softwareunternehmen. Genau, da brauche ich Leute, die codieren können. Aber keine Angst, das ist nicht Java-Quellcode drauf und runter, sondern nicht Informatik im engen Sinne. Nicht Informatik im engen Sinne, nicht nur mathematisch abstrakt, sondern etwas entwickeln können. Und mir sagen können oder dem Entwickler sagen können, was man sich eigentlich vorstellt. Und die informatisch denken in gewisser Hinsicht gibt es, glaube ich, auch das Schlagwort im Sinne von, so ähnlich wie vorhin mit Mathematik. Ne? Also in diesen, das in die Struktur bringen, die man dann verwenden kann und für die man sich Tools besorgen oder bauen kann. Da jetzt der Sprung auch zur nächsten Session von mir, Digitalisierung von Alltagsgegenständen, darum geht es, aus einfachen Produkten Softwarelösungen zu machen, wo dahinter ein Konstrukt steht aus Big Data, aus Analytics, aus der Cloud, was auch immer, um das formale Produkt oder dieses einfache Produkt mit Services zu unterstützen, die es bisher nicht gab. Es lädt sich sozusagen mit seinem eigenen Gebrauch auf, wenn man so will. Genau. Ne? Das tun alle Produkte draußen. Genau. Und Autos, wir sehen es, Tesla ist kein Autobauer, sondern ist ein Softwarehaus. Ja. Google ist ein Softwarehaus, Amazon ist ein Softwarehaus. Das sind alles Softwarehäuser. In Deutschland haben wir Industrie. Genau. In Amerika, die erfolgreichen Unternehmen, sind alles softwarebasiert. Mhm. Wir haben alle eine Software-Denke und da müssen wir hinkommen. Okay, wunderbar. Jawohl. Danke dir herzlich. Ich danke dir. Tschüss.